Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen, ich freue mich sehr, euch heute im Medico-Haus begrüßen zu dürfen. Besonders möchte ich unsere Gäste aus Nordostsyrien begrüßen, sehr geehrte Frau Ahmed, sehr geehrte Dr. Omar, sehr geehrte Dr. Goraya. Es ist uns eine Ehre, dass Sie heute anwesend sein können. Heute spreche ich zum ersten Mal öffentlich als neuer Geschäftsführer von Medico und es ist mir wirklich eine besondere Ehre, dies hier und aus diesem Anlass zu tun. Medico verbindet nämlich eine lange Geschichte mit den kurdischen Regionen, ein solidarisches Verhältnis mit unterschiedlichen Partnern und den Menschen vor Ort. Seit vielen Jahrzehnten steht Medico an der Seite der entrechteten Kurdinnen und Kurden. Ob nach dem Gaza-Angriff in Halabja, in Südkurdistan, in Irak oder in den Vertreibungen während der Angriffe der türkischen Staates auf die kurdische Bevölkerung im Südosten des Landes. Und dann schauten wir bei Medico Ende 2010 gebannt auf die spontanen Erhebungen auf den großen Plätzen in Tunesien und Ägypten. Ich kann mich daran erinnern, dass dort etwas begann, was uns und Millionen auf der ganzen Welt hoffen ließ. Ich erinnere mich, wie ich auf dem Tahrirplatz die ausgestreckten Händen mit Mini-Fladenbrot erst zu Fäusten und dann rhythmisch zu den Rufen Brot, Freiheit, Würde in die Luft gereckt wurden. Ein kollektiver Protest gegen Arbeitslosigkeit, soziale Ungleichheit und die allgegenwärtige Korruption. Gegen Willkürherrschaft, Polizeigewalt und die jahrzehntelange Einschränkung politischer Rechte. Vielfach wurden nicht nur bürgerliche Freiheiten eingefordert, sondern auch das Recht auf Selbstbestimmung und damit auch das Recht auf kulturelle, ethnische oder religiöse Differenz. So denn die Gesellschaften ethnisch und konfessionell stark fragmentiert und gespalten waren. Als die Proteste dann 2011 in Syrien begannen, Martin Glasnab, der Kollege, kann sich sehr gut erinnern, machte sich Medico auf die Suche nach Kooperation mit denjenigen, die sich friedlich gegen das autoritäre Assad-Regime stellten und eine demokratische Alternative organisieren wollten, auch und gemeinsam mit Adopt a Revolution, von denen ein paar Kolleginnen da sind heute. Ja. Mit der Verschärfung des Bürgerkrieges und dem Auftauchen der Terrormiliz Islamischer Staat schwanden jedoch die Hoffnungen auf Brot, Freiheit und Würde in Syrien. Doch im kurdisch geprägten Norden Syriens, in Rojava, stellten sich Kurdinnen und Kurden, dem sich schnell aus dem Islamischen Staat entgegen. Dieser Kampf gegen den IS forderte mehr als 10.000 Tote und 20.000 Verletzte. Bis heute eine tief in der Gesellschaft verankerte Verletzung. Sie nutzten die Gelegenheit aber auch, um gleichzeitig Schicksal in die Hand zu nehmen und den weitgehenden Rückzug der syrischen Zentralmacht für ein eigenes Autonomieprojekt zu nutzen. Rojava weist in seinem Anspruch deshalb weit über seine Grenzen hinaus und kann mit Recht historisch genannt werden. Denn hier soll eine möglichst demokratische Selbstverwaltung nicht nur eine Bevölkerungsgruppe einer Sicherheit und Rechte garantieren, was an sich schon eine enorme Errungenschaft wäre angesichts der geradezu dystopischen Entwicklungen in der Region. Vielmehr soll die autonome Verwaltung Nordostsyriens ein Ort sein, an dem nicht nur Kurden, sondern auch Araberinnen, Assyrer, Chaldeer, Armenierinnen, Tscherkessen, Jesiden gleichberechtigt wohnen. Heute ist das kurdische Projekt Rojava schon lange viel mehr als nur ein kurdisches Unterfangen. Tatsächlich gibt es in Rojava auch drei Amtssprachen, neben Kurdisch auch Arabisch und Aramäisch. Für mich persönlich ist das besonders signifikant. Mein Vater, ein jüdischer Kurde, musste mit seiner Familie seine Heimatstadt Sulaymaniyye im Norden Iraks im Jahre 1951 verlassen. Sie waren mit die ersten Opfer eines um sich greifenden Ethnonationalismus. In der autonomen Verwaltung Nordostsyriens wird also auch darüber entschieden, ob die Demokratiefrage doch noch einmal jenseits religiöser und ethnischer Spaltungen und der aus Europa stammenden Ideen von homogenen Staatsvölkern und Nationalstaaten ein Stück weit geöffnet werden können. Das demokratische Experiment, wie Medico das Projekt in Rojava in seinem ersten internationalen Aufruf 2014 bezeichnete, hat immer noch Bestand und stellt angesichts der Rückschritte oder im besten Falle des Stillstands in Ägypten,
in Israel-Palästina oder der Türkei geradezu den Hoffnungsträger in der weiteren Region. 10 Jahre Rojava verdienen also Achtung und Respekt. Und dennoch lebt das Projekt unter sehr prekären Bedingungen. Die Region steht unter permanenter Bedrohung. Ende Januar dieses Jahres fand ein großer Angriff von der IS-Terrormiliz auf ein Gefängnis statt. Sie wissen es ja alle. Die Befreiung tausender IS-Terroristen gelang nicht, auch weil Dutzende kurdische und arabische Kämpferinnen und Kämpfer dafür ihr Leben gaben. Dennoch wurde deutlich, der IS ist weiter aktiv und eine konkrete Bedrohung. Seit April droht der türkische Präsident wieder mit einem neuerlichen militärischen Einmarsch, der klar völkerrechtswidrig wäre. Nach Afrin und dem Krieg im Herbst 2019 und sind nun auch Grenzstädte wie Kobane auch von der türkischen Armee und mit ihr verbündeten islamistischen Milizen bedroht. Auch wenn ein Einmarsch momentan nicht unmittelbar bevorstehen scheint, seit Monaten terrorisieren türkische Drohnenangriffe die Bevölkerung, wir werden das noch besprechen im Verlauf dieser Konferenz. Dieser Krieg niedriger Intensität findet weitestgehend unbeachtet von der westlichen Öffentlichkeit statt, die ihre Augen von den Taten ihres NATO-Partners verschließt. Medico trägt eine lange Geschichte der Solidarität und der praktischen Hilfe mit den Kurdinnen und Kurden in ihrem Ringen um ein Leben in Würde und Anerkennung. So ist es auch 2020, also jetzt noch, da wir uns heute bei dieser Konferenz zur Feier von 10 Jahre Rojava einer kritischen Überprüfung unserer Solidarität mit Rojava stellen, die sich auch in unserer Partnerarbeit weiterentwickelt hat. Hat Medico zu Beginn Rojavas vor allem die Nothilfe und den Aufbau der Gesundheitsinfrastruktur unterstützt, bildet die Medico-Partnerarbeit heute die Komplexität der Herausforderungen und der solidarischen Hilfe in der Region ab. So unterstützen wir aktuell den langjährigen Medico-Partner kurdischen Roten Halbmond bei dem Betrieb des ersten Prothesenzentrums in der Region, ein Waisenhaus in Hasake, in dem vor allem esidische Kinder Zuflucht finden, deren Mütter von der IS als Geiseln genommen und versklavt worden sind. Seit 2 Jahren widmet sich unser Partner Right Defense Initiative der Dokumentation und Aufklärung von Menschenrechtsverletzungen und die zur Resozialisierung inhaftierter Minderjährigen, die dem IS zugeordnet, also Daesh zugeordnet werden, kümmern sich die von Medico unterstützten Sozialarbeiterinnen von Purity. Medico wird dem emanzipatorischen Prozess Rojava weiterverfolgen und unterstützen. Und dabei auch schwierige Aspekte zur Sprache bringen, die in den nächsten 2 Tagen ebenfalls diskutiert werden. Was ist innere Demokratie? Wie ist die innere Demokratie möglich unter solchen komplizierten Bedingungen? Wie lässt sich multiethnisches Denken stark machen in einer Welt, die aus lauter Nationalstaaten besteht? Wie kann Rojava aber auch in der internationalen Isoliertheit bestehen, wenn alle geopolitischen Akteure über die Zukunft entscheiden, ohne die Akteure der Selbstverwaltung überhaupt mit einzubeziehen? Wie umgehen mit der Bedrohung durch äußere Mächte, Wasserpolitik, Klimawandel, mit einem sich reorganisierenden IS? Wie kann eine Zukunft aussehen insgesamt und welche Unterstützung ist nötig? Während wir aber hier diskutieren, müssen wir unsere Blicke nicht nur gegen Rojava richten, sondern vor allem auch nach der Rolle der deutschen und der europäischen Politik fragen. Wenn wir heute über die Ukraine sprechen, lohnt sich der Blick nach Syrien allemal. Er nimmt vieles, vieles vorweg. 13 Millionen Vertriebene und Geflüchtete, über 500.000 Tote sind zu beklagen. Eine russische Intervention, die ein grausames Regime gerettet hatte, um die eigenen imperialen Träume zu verwirklichen. Das Nachbarland Türkei, das unter dem Vorwand einer Militäroperation gegen Terroristen Zivilisten tötet und ethnische Säuberung betreibt. Angesichts der berechtigten Empörung und Sanktionen gegenüber dem russischen Angriff in der Ukraine wirkt die hiesige Politik in Bezug auf die Region wie purer Hohn. Sie macht auch deutlich, dass es bei Außenpolitik von Nationalstaaten um Interessen geht und nicht um Moral etwa oder Werte. Außenministerin Baerbock hat bei ihrem Türkei-Besuch im Juli deutliche Worte gegen eine erneute türkische Militärintervention in Nordostsyrien gefunden. Das ist zu begrüßen.
Doch wenn die Bundesrepublik, die EU, der Westen, wie auch immer definiert, insgesamt für sich in Anspruch nehmen wollen, eine regel- und menschenrechtsbasierte, ja gar feministische Außenpolitik zu betreiben, dann müssen sie ihre Syrien-Politik gründlich überdenken. Denn der Krieg in Syrien ist längst der Ground Zero einer multilateralen Ordnung, deren Scheitern sich im völligen Fiasko des UN-Sicherheitsrates manifestiert und keine Perspektive, in der es Gerechtigkeit und Menschenrechte, in denen sie zählen, für Syrien bringen wird. Für den sicheren Erhalt der Region Nordostsyriens und der weiteren Entfaltung der demokratischen Alternative dort wären erste Schritte in die richtige Richtung notwendig. Und ich zähle sie vielleicht hier auf. Praktische Unterstützung von lokalen humanitären Nichtregierungsorganisationen bei der Versorgung von Flüchtlingen und der Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen. Direkte Förderung zivilgesellschaftlicher Initiativen für eine plurale Gesellschaft. Zweitens, ein internationaler Mechanismus, der die de facto Anerkennung der autonomen Selbstverwaltung unter Einführung aller demokratischen und völkerrechtlichen Prinzipien ermöglicht, um sie zu einem handelnden Akteur werden zu lassen. Die Selbstverwaltung nicht allein zu lassen beim Umgang mit den inhaftierten IS-Kämpfern und ihren Familien. Alle eigenen Staatsbürgerinnen zurückzunehmen und bei Resozialisierungsprogrammen vor Ort unterstützen. Ein Bleiberecht für politische verfolgte Kurdinnen und Kurden, denen aus Deutschland die Abschiebung in die Türkei drohten, das Ende der Kriminalisierung von Kurden und kurdischen Aktiven in Deutschland. Und dann schließlich eine tatsächliche menschenrechtsbasierte Politik gegenüber der türkischen Politik, die in der Konsequenz auch eine andere europäische Flüchtlingspolitik notwendig macht, damit Bundesrepublik und EU nicht mehr erpressbar sind. Wir bestehen auf das Recht zu bleiben und das Recht zu gehen. Und Verteidigung das Recht auf Flucht und Migration, ebenso wie die Solidarität mit denen wie in Rojava, die für eine gerechte Welt kämpfen, damit die Menschen auch bleiben können. Mit Brot, Freiheit, Würde. Ich wünsche uns allen einen intensiven Austausch in den nächsten beiden Tagen, heute und morgen. Heiße euch alle willkommen im Medico House und ich freue mich, dass Bürgermeisterin Eskandari Grünberg es gewagt hat und ins Medico-Haus gekommen ist, um uns zu begrüßen. Vielen, vielen Dank, dass Sie hier sind.